Was müssen wir eigentlich machen? Lass mich raten. Einrichtung, Blutdrachen, Einsatzwegpunkt. Ja. Also das Übliche. Das ist wie dieses... Ich könnte das auch mal komplett lesen. Also es wurde schon von einigen kommentiert, dass sich das nie... Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Wieso habe ich denn sowas ausgewählt? Oh mein Gott. Scheiße. Entschuldigung, aber... Warum habe ich denn sowas ausgewählt? Mensch, warum? Was habe ich geritten? Und dafür kriege ich nur 9100? Hallo? Habt ihr mal gesehen, was für eine riesen Anlage das hier ist? Das soll ich alles kaputt machen? Das ist doch... Das ist doch... Das können die doch nicht ernst nehmen. Unsere Basis bekommen Sie nie und nimmer. Hallo, ich könnte Unterstützung brauchen. Sie sind in Reichweite. Denken Sie daran, wir haben alles markiert, was Sie ausschalten müssen. Ja, ja. Im Endeffekt, ich soll alles kaputt machen. Ich habe das schon verstanden. Also, als erstes mache ich natürlich die Flieger kaputt, weil die nerven am meisten. Aber Gott sei Dank helfen mir ja ganz viele. Ich hab nichts. Ach Gott, da mache ich eben den mal kaputt. Mein Gott. Ja, ich weiß. Es ist irgendwie gerade von wegen, ja. Ich könnte mich jetzt auch hier... Oh, da kann ich kaputt. Und... So, kaputt. Gute Arbeit. So schnell bauen die das Licht wieder auf. Jetzt aber weg da, ehe weitere Gegner eintreffen. Wie? Einsatzkommission Ende. Ich dachte, ich soll ja alles kaputt machen. Ne, jetzt mache ich auch mal aus Protest alles kaputt. Komm, das können wir können das auch nicht hier so stehen lassen. So. Betty, die anderen sind auch einfach jetzt geflüchtet, obwohl hier noch total viel rumsteht. So schnell bauen sie das nicht auf. Natürlich, ich mache das Hauptbasis kaputt, lasse aber die komplette Angriffs... die ganze Verteidigungsgeschichte lasse ich natürlich da stehen, damit sie es ganz einfach haben, es nochmal aufzubauen. So einfach machen wir das denen. So ein Schwachsinn. Oh Gott. Naja, Gott sei Dank, jetzt bin ich weg. Ja, das ist auch in Ordnung, dass du Energie verlierst. Schließlich mache ich, So. Und jetzt geht's euch beiden noch an den Kragen. So, und jetzt gibt's da unten ist noch eine. Ich hätte mal echt nicht als erstes die Station zerstören sollen. Okay. Und... Ist noch was? Ach ja, der Hitomaru. Weil hier manchmal weiß man bei den Namen aber auch echt nicht, ob das nun ein Männchen oder ein Weibchen sein soll. So, was haben wir? 93.000, da müssen wir zurückfliegen. Zum Planeten. Okay. Komisch hin. Sollten wir aber nicht die Handelsroute nehmen, wenn ich mich recht in Erinnerung habe. Naja. So, ich guck mal rauf. Einfach nur gewohnheitsmäßig, ob ich hier eine neue E-Mail habe. Und nein, ich habe noch keine neue E-Mail. Aber, boah, das war echt Zeit und nötig, dass ich mal wieder Let's Play. Ich hatte die ganze Zeit diese E-Mails angeguckt und gedacht, du musst doch endlich mal Let's Playen. Kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit diese E-Mails bei mir rumschwirren. Und nicht, dass ich das schlimm finde oder so. Ich finde das ja eigentlich ganz toll. Ich freue mich da auch immer, wenn ich dann mal wieder so eine E-Mail bekomme, wo dann draufsteht, XYZ hatte ich abonniert. Aber die immer rumliegen zu haben, die steht mir gerade was ein, nicht wundern, ist natürlich ein bisschen nervig manchmal. So.
Ja. Sonst kann ich eigentlich nur Positives berichten. Also eigentlich kann man nichts Positives berichten. Das Leben geht weiter. Und eins kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe das Let's Play natürlich nicht aufgegeben, wie man gerade sieht. Es ist einfach so nur, dass ich irgendwie manchmal nicht weiß, wie ich das unterbringen kann. Aber ich habe ja auch über die Zeit immer versucht, meine Spiele hochzuladen und jetzt nehme ich halt mal wieder neu auf. Aber ich habe auch manchmal ehrlich gesagt keine Lust, was aufzunehmen und manchmal habe ich total Bock dazu. So, ich hoffe jetzt nicht, dass ihr gerade seht, dass was hier aufgegangen ist, sonst muss ich das mal schließen. So, wir sind wieder auf dem Planeten angekommen. Der mit der nervigen Musik, muss ich jetzt mal sagen. Und wir verbeugen uns mal wieder ganz freundlich und verkaufen Dinge. Ganz wichtig, Dinge verkaufen. Essensration und weiter. Aber ich muss trotzdem noch mindestens einen Quest machen. Ein Auftrag, eine Mission, auch wie man es auch nennen möchte. Aber vielleicht klick. Ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht habe ich auch was Sinnvolles eingesammelt. Nein. Aber natürlich wieder die üblichen zwei Drohnen. Okay. Wie viel haben wir noch über? Einen muss ich mindestens machen. Wart. Auf das Ende der Sequenz. So, bevor ich starte, mache ich einmal kurz einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, den Auftrag habe ich ja schon eben schon angenommen. Also hoch in den Himmel. Die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Ach ja. Das ist immer so ganz lustig, wenn ich dann da hinkomme und dann sagen sie mir alle, du musst uns helfen und mach mal dies und mach mal jenes. Und ich denke immer nur, jo, mach ich denn mal. Okay. Ja, Kurari-Polizei, Matsu 19 für Freelancer Alpha 1. Ja, sie können mich gerne scannen, da darf aber nichts sagen. Davon will ich nichts haben. Ja, ich höre immer noch keine neuen E-Mails. Also, das ist ja mal wirklich schlimm, ist das. Ich kriege keine E-Mails. Abonniert mich! Ich will E-Mails haben. Nein, es wird schon klappen. Ich habe übrigens als nächstes Spiel, das halte ich schon wie in den Händen, einen Harry Potter. Und zwar Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Oh, ich bin da schon so gespannt drauf. Das ist mein nächstes Spiel. Wobei ich ja noch selber das normale Harry Potter 4 spielen muss. Wobei das schon ätzend ist. Aber das Ding ist, ich finde es momentan nicht wieder. Das liegt hier irgendwo rum und ich finde es einfach nicht wieder. Das ist also auch nochmal so ein Ding, was ich noch angehen muss. Aber ich finde es halt, wie gesagt, echt nicht wieder. Gut, dann fliegen wir da mal hin. Wieso bin ich eigentlich nicht von dem ausgestiegen und bin rübergeflogen? Wäre doch viel einfacher gewesen. Wetten? Ja, natürlich wird das einfacher gewesen. Mäh! Ja, dann kämpfen wir dagegen. Gut, dann wollen wir mal. Warten. Kyushi. Ja, manchmal ist es... die Story an sich ist eigentlich recht nett, aber mit dieses Warten auf einen erfolgreichen Einsatz, wobei wenn wir den Einsatz gemacht haben, dann haben wir wieder den... dann haben wir wieder das Normale. Aber das ist immer so anstrengend aufzuwarten. Ganz ehrlich. So, aber jetzt sind wir in der Nähe, Gleich wird auftauchen, was ich zerstören muss. Was muss ich diesmal zerstören? Werden das Schiffe sein? Natürlich werden das Schiffe sein. Na los, los. Hoppidi hopp. Hü hot. Nee, wie war das nochmal? Auf und galopp. Ha, Drachen. Dann hinter. Und los geht's.
Ah, ich bin ja schon wieder geneigt, irgendetwas zu machen, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich könnte auch nur singen. Aber mir fällt ganz viel nichts ein. Obwohl Hoppel die Hopp und Galopp, das erinnert mich an einen sehr alten Film. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn kennt. Da muss ich jetzt wieder überlegen, wie das Anfangslied ging. Na! Und weg ist das gut. Und nächstes. Ach ja. Ach, was kann ich noch so erzählen? Ja, mit Serien. Wir sind langsam bei Serien. Wir gucken momentan alte Serien durch. Und ich habe mir jetzt gedacht, zum Anlass, dass, glaube ich, diese Woche, ich habe das nur so im Radio gehört, das wird, dass die von Desperate Housewives die allerletzte Folge gelaufen ist, habe ich mir gedacht, Desperate Housewives, Moment, du hast doch damals mal irgendwie angefangen. Aber bei mir ist es immer so, ich schaffe es meistens nicht, Serien über den TV zu gucken, weil ich dann mal eine Folge verpasse, da bin ich draußen und es ist dann immer total ätzend. Und seit einigen Jahren bin ich dazu gekommen, die Serien über Internet nachzugucken. Oder eben die Serien, die ich liebe, zu kaufen. Zum Beispiel Lost, Staffel 1 bis 6 habe ich hier auch stehen. Und ich muss sagen, ich finde die immer noch so genial und momentan habe ich sogar Bock, mal Lost wieder von vorne zu gucken. Weil gerade wenn man eine Serie von Anfang bis Ende durchguckt und die erstmal Werbung nicht drin hat und dann auch selbstständig die neue einfach mal reinlegen kann, es ist einfach toll. Und bei Lost fasziniert, also das Ende hat mich sowieso fasziniert, weil bei Lost hat mich einfach so dieses Faszination dann doch am Ende getroffen. Als ich dann immer Lost im ProSieben bei der Werbung hatte. Staffel 1, Lost fing im Fernsehen an und die Werbung immer dazu. Dann dachte ich, was für ein Schwachsinn. Da wurde in der Werbung immer gezeigt, wie das Monster kommt und immer diese Monster und diese mystischen Szenen kamen. Und dann dachtest du immer so, was für ein Schwachsinn bei der Werbung. Deshalb habe ich nie Lost geguckt, weil ich von der Werbung einfach nur das Gefühl hatte, dass es so ein Schwachsinn ist. Naja, dann habe ich einmal ich weiß gar nicht mehr warum. Ich hatte irgendwie mal die Staffel 1 doch mal geguckt. Und auf einmal fand ich es toll. Nee, ich hatte, glaube ich, nee, es war sogar. Ja. Ja, los, flieg hin. Anfliegen. Und dann hatte ich die Staffel 1, ich glaube, die letzte Folgen der Staffel 2. Wenn ich richtig liege, habe ich die letzten Folgen der Staffel 1 oder der Staffel 2 dann im Fernsehen gesehen. Ich glaube sogar der Staffel 1. Weil dann dachte ich auch so Serien, also so Staffelfinale, wurde dann groß angepriesen, habe ich auch irgendwann gedacht, okay, das guckst du jetzt mal. Hallo! Danke. Und dann habe ich das geguckt und dachte nur noch irgendwann, und jetzt will ich es auch nochmal von vorne gucken. Jetzt will ich auch nochmal wissen, warum eigentlich die Serie, also wie sie eigentlich dahin gekommen sind zu dem ersten Finale. Ich glaube, das erste Finale ist, dass die Luke geöffnet wird. Ist, glaube ich, das erste Finale. Ja, ich glaube, das erste Finale ist die Öffnung der Luke. Und ey, da wollte ich dann wissen, wie kam sie dahin. Und dann habe ich mir diese Staffel, diese Box, eine Freundin hatte die mal ausgeliehen und mal von Anfang bis Ende geguckt. Und die erste Staffel ist noch saulang. Und ich bin einfach nur sprachlos gewesen. Also dann war nicht. Dann habe ich die zweite Staffel mir wieder als Komplettbox gekauft. Und da ich die noch nicht wirklich geguckt habe am Stück, habe ich mich dann da hingesetzt. Und es war nun mal so, dass mein Freund auch da war. Und der wollte das ja nie gucken. Der fand Lost einfach langweilig und ätzend und hier und da. Und dann saßen wir nebeneinander. Er hat am PC gespielt. Wir waren damals sogar noch an meinem Studienort. Er hat an seinem PC gespielt. Er hatte Urlaub und war bei mir. Und ich habe bei mir gesessen und einfach nur diese Staffel reingetaut und hat mich dann auf mein Bett gesetzt und habe dann Lost geguckt. Die erste Folge. Und es war wirklich so, wie ich es gerade sage, also irgendwann hat mein Freund aufgehört, sein Computerspiel weiter zu spielen und hat auch die ganze Zeit nur noch auf meinem Monitor gestarrt und hat Lost geguckt. Und es wurde dann zum Ritual, dass wir abends immer 3 bis 4 Folgen Lost dann geguckt hatten. Also am Tag waren wir weg und haben dies und das und jenes gemacht. Und abends haben wir dann 3, 4 Folgen Lost geguckt am Stück. Und dabei hab ich dann meistens meine Haare vorgewaschen und er saß da und hat meine Haare gekämmt. Und wir haben Lost geguckt. Da ich die Staffel nun mal schon, also doch die zweite Staffel schon einige Folgen kannte, bin ich dabei immer eingeschlafen. Okay, aber trotzdem, wir haben Lost geguckt. Und dann war die Staffel 2 irgendwann vorbei. Die Staffel 3 gab es nur in diesen, ich glaube Staffel 3.1 und 3.2, so in diesen 2-Teile-Boxen, die ich nicht haben wollte. Ich wollte die vollständigen Boxen. Und dann haben wir das noch viel weiter geguckt.
Aber dann habe ich ihn angesteckt und er wollte natürlich auch wissen, wie es weitergeht. Und ehrlich gesagt, als ich das erste Mal Jacob gesehen habe und wusste, wow, die machen jetzt eine ganze Folge über Jacob nur, war ich echt beeindruckt. Ich weiß ja nicht. Also Lost ist schon eine geile Serie. So. Ja, ich quatsche jetzt das Spiel über. Momentan gucke ich halt Desperate Housewives. Ich bin, glaube ich, bei der ersten Staffel, Folge 10, 11, irgendwie da. Also noch ganz, ganz am Anfang. Aber es ist jetzt schon, aber ich erinnere mich jetzt schon an einige Folgen. Also einige Folgen gucke ich und sage ich, ha, das habe ich schon mal gesehen. Aber das ist ja auch schon Jahre her. Aber es ist jetzt schon besser, das einmal am Stück zu sehen, um einmal am Stück das Ganze, die Geschichte nochmal nachzuvollziehen. Und da, bei Desperate Housewives gibt es ja auch in jeder Staffel gibt es immer ein Geheimnis in dieser Straße. Wisteria Lane heißt die. Mit W. Ich denke mal, das ist Mysteria Lane mit M. Wegen Mysterium. Aber der ist Wisteria Lane mit W. Wisteria Lane. Und ja, da gibt es halt immer irgendein Geheimnis. Und das erste Geheimnis ist halt ganz interessant schon. Und die Geschichte der Frauen wird dann halt erzählt und dieses Geheimnis wird in diese Geschichte der Frauen eingebunden. Dann passiert auch manchmal Morde über dieses Geheimnis. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und ich bin mal gespannt, wie diese Staffel überhaupt endet. Geschafft. Oh. Der Bereich ist sauber. Gut gemacht. Okay, dann habe ich jetzt einen Satz.